Thomas Roth erlebt einen Albtraum, als er das Haus einer Bekannten hütet. Unbekannte Täter überfallen ihn und sperren ihn in den Keller. Tagelang muss er dort ausharren. Gott sei Dank sind sie zurück, Edith. Ich dachte schon, ich muss hier unten verrecken. Aber es kommt noch schlimmer. Keiner glaubt ihm die Geschichte vom unbekannten Täter. Fakt ist, ich habe Ihnen vertraut. Und Sie haben dieses Vertrauen missbraucht. Ich war 3 Tage lang hier eingesperrt. Das kann ich wohl kaum selbst gemacht haben. Sie hatten natürlich einen Komplizen. Sie wollen, dass Ediths Herz aufgibt, damit sie schnell stirbt und sie schneller an ihr Erbe kommen. Das sind Sie sofort zurück! Es gibt keine Zeugen. Mein Name ist Alexander Stevens und ich werde alles tun, um den wahren Täter herauszufinden. Thomas Roth sitzt seit Tagen in einem Keller fest. Unbekannte haben ihn überfallen und eingesperrt, während er das Haus von Edith Meissner gehütet hat. Mit den wenigen Lebensmitteln, die er finden kann, versucht er verzweifelt zu überleben. Hallo Mama. Hallo Carla. Schön, hast du auf mich gewartet? Und Mutter, hast du dir das mit dem Testament noch mal überlegt? Ach, darum geht es schon wieder. Und ich hatte schon gehofft, du hast mich ein bisschen vermisst, während ich in Urlaub war. Jetzt weich doch nicht aus. Was ist denn mit dem Testament? Ich habe meine Meinung nicht geändert. Thomas und Barbara erben und du bekommst deinen Pflichtteil. Aber das kannst du doch nicht machen. Natürlich kann ich das machen. Es ist ja immerhin noch mein Vermögen. Und es ist auch mein Herz, das irgendwann einmal schlapp macht, aber nicht mein Hirn. Ich bin doch deine Tochter. Und Thomas ist nur so ein dahergelaufener Typ, der im Knast war. Du würdest dein Erbe verplempern. So wie du jeden Pfennig verplempert hast, den du von mir bekommen hast. Thomas hingegen ist vernünftig. Ich bin immer noch deine Tochter. Ja. Du bist so unfair. Leihst du mir dann wenigstens was? Du weißt ganz genau, dass ich wegen der Boutique in Geldschwierigkeiten bin. Nein. Und nochmals, nein. Ich wette, Thomas schlägst du nichts ab. Du denkst, er ist ein guter Mensch. Dabei will er doch nur dein Vermögen. Ganz im Gegensatz zu dir. Auf ihn kann ich mich wenigstens verlassen. So hat er auch jetzt auf mein Haus aufgepasst, während ich in Urlaub war. Du hättest auch einfach mich fragen können. Ich wohne auch nicht so weit weg. Du hast dich in der Vergangenheit als nicht sehr zuverlässig erwiesen. Das Licht brennt. Ach, Thomas hat doch gewusst, dass ich heute zurückkomme. Oh. Tja, hat sich wohl eine tolle Zeit gemacht, dein Thomas. Thomas raucht und trinkt nicht. Ich verstehe einfach nicht, wo er ist. Oh Gott, meine Figuren. Ach du Scheiße. Die ganze Sammlung. 32 Stück, alle weg. Die Sammlung war wertvoll, an die 30.000 Euro. Das kommt davon, wenn man sich einen Verbrecher ins Haus holt. Du glaubst doch nicht, dass Thomas das war. Hallo, wer denn sonst? Er hat aufs Haus aufgepasst, die Figuren sind weg und er auch. Hilfe! Hast du das gehört? Ja. Ich glaube, das kam aus dem Keller. Wo kommt denn das her? Hilfe! Gott sei Dank sind sie zurück, Edith. Ich dachte schon, ich muss hier unten verrecken. Ja, aber Thomas, was ist denn passiert? Irgendwie ein Schwein hat mich die Treppen runtergestoßen und zugesperrt. Das war vor 3 Tagen. Vor 3 Tagen? Wer macht denn sowas? Tolle Vorstellung, Thomas. Aber Sie haben die Figuren meiner Mutter. Ich war's nicht. Ich war 3 Tage lang hier eingesperrt. Das kann ich wohl kaum selbst gemacht haben. Sie hatten natürlich einen Komplizen. Ich kann das alles gar nicht mehr hören. Geht's Ihnen gut? Das ist Ihr Herz, oder? Ja. Soll ich Ihnen helfen? Soll ich Ihnen einen Arzt rufen? Nein, es geht schon. Es war alles nur ein bisschen viel für mich. Sie wissen doch, dass ich nichts gemacht habe, oder? Boah, lass dich nicht einlullen, Mama. Ja, aber Thomas, ich würde Ihnen ja gerne glauben. Aber die Schnapsflaschen und die Zigarettenkippen, wo kommt es denn her? Tja, da haben Sie keine Antwort drauf, was? Aber ich, die sind von Ihren Komplizen. Nein, ich habe keinen Komplizen. Ich bin mal gespannt, wie die Polizei das sieht. Okay, brauche ich wohl einen Anwalt. Thomas Roth hat Rechtsanwalt Alexander Stevens um Hilfe gebeten. Du, was
willst du hier? Mein Anwalt kommt gleich. Alter, jetzt pass mal auf. Nein, 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 nein. Wir beide haben nur ein Hühnchen zu rufen, aber jetzt nicht. Ich krieg Besuch. Geht man so mit seinem Bruder um, oder was? Wir beide müssen reden, Mann. Mein Anwalt kommt. Hey, sag mal. Herr Stevens. Hallo, Herr Roth. Was war denn das für ein übler Zeitgenosse? Keine Ahnung, muss ich wohl an der Tür geirrt haben. Darf ich kurz reinkommen? Bitte. Möchtest du was trinken? Nee, danke. Setz dich doch bitte. Ich will nicht wieder ins Gefängnis. Carla, die Tochter von Frau Meissner, hat die Polizei angerufen. Ich soll die Figuren gestohlen haben. Und jetzt habe ich eine Vorladung. Klar, dass die Polizei mit Ihnen reden will. Immerhin kommen Sie als Zeuge in Betracht. Und ich bin doch auch noch mit dabei. Aber ich mach den Scheiß nicht mehr mit, wenn die mich in den Knast stecken. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Also ja gut, so schnell wandert man jetzt auch nicht wieder in den Knast. Ich weiß nicht. Carla, wenn die mir das Ding anhängen kann, dann bin ich schneller drin, als ich gucken kann. Ich bin auf Bewährung und das auch noch wegen Diebstahl. Jetzt erzählen Sie mir doch erstmal in Ruhe, was passiert ist. Edith, sie hat mir vertraut. Sie wollte, dass ich auf ihr Haus aufpasse, während sie im Urlaub geht. Die hat total Angst vor Einbrechern. Und ihre Haushälterin war auch im Urlaub. Warum hat Ihnen Frau Meissner so vertraut? Ja, ich habe ihm mal geholfen, deswegen. Sie haben mir doch am Telefon erzählt, dass Sie im Keller eingesperrt waren. Wie kam es denn dazu? Ja, das war 3 Tage, bevor Edith nach Hause gekommen ist, also am Samstag. Da habe ich gesehen, dass die Kellertür offen steht und ich wollte gucken, ob alles in Ordnung ist. Und da schubst mich einer rein und sperrt zu. Ja, und haben Sie irgendwas mitbekommen, was auf den Täter schließen würde? Nein. Wenn Sie im Keller eingesperrt waren, können Sie ja nicht der Täter gewesen sein. Aber Carla denkt, ich habe einen Komplizen. Da hat jemand leere Schnapsflaschen und einen Aschenbecher auf dem Tisch stehen lassen. Ja, und warum sollte sie die Komplize einsperren? Ja, damit keiner mich verdächtigt. Es gab keinerlei Einbruchsspuren und Carla denkt, ich habe jemanden reingelassen. Aha. Und der Schnaps und die Zigaretten, wie kam es dazu? Ja, die müssen wohl vom wahren Täter sein. Ach, jetzt hören Sie doch auf. Welcher Täter begeht einen Einbruch und raucht und säuft dabei? Ich habe keine Ahnung, ich jedenfalls nicht. Ich habe viel Scheiß gebaut in meinem Leben, aber geraucht und getrunken habe ich nie. Aber Sie haben niemanden ins Haus reingelassen. Auch nicht diesen komischen Typen, den ich da gerade vor Ihrer Tür gesehen habe. Nein. Wie jede Woche wird Edith Meissner von ihrer Haushaltshilfe Barbara König ins Pfarrheim zum Literaturkreis begleitet. Das sieht toll aus. Ach herrlich, und du kannst dir gar nicht vorstellen, da unten die Plantagen, das war wunderschön. Das sind wirklich tolle Urlaubsfotos. Ja. Mama, wieso hast du nicht auf mich gewartet? Ich wollte dich abholen und zum Frauentreffen fahren. Das hat ja nun Barbara mal wieder erledigt. Du warst wie immer zu spät. Aber doch nur 5 Minuten. Ach, und bei dir zu Hause bleibt jetzt die Hausarbeit liegen, bloß bei deiner Putzhilfe dich lieber in der Gegend rumfährt, also als zu arbeiten. Außerdem habe ich Barbara darum gebeten. Ja klar, und ich habe wieder einen Fehler gemacht. Hättest doch einfach anrufen können und fragen, wo ich bleibe. Lassen Sie nur, Frau Meissner, Ihre Tochter hat ja wirklich recht. Ich habe wirklich noch viel Arbeit. Und wir wollen doch nicht, dass Sie sich aufregen. Das würde Ihrem schwachen Herzen gar nicht gut tun. Sie werden sich doch von meiner Tochter nicht vertreiben lassen. Tue ich doch gar nicht. Ich muss wirklich los. Bis später. Man könnte meinen, dass du dich lieber mit Putzhilfen und Ex-Knackis umgibst, als mit deiner eigenen Tochter. Auf die beiden kann ich mich wenigstens verlassen. Und zwar immer. Im Gegensatz zu dir. Dann hol ich dich später wenigstens ab und fahre dich nach Hause. Und ich bin auch pünktlich, versprochen. Da bin ich ja mal gespannt. Nicht einmal meine Fotos guckt sie sich an. Und Sie sind sich sicher, dass der Typ, den ich im Treppenhaus gesehen habe, nichts mit der Sache zu tun hat? Nein, ich habe ja schon gesagt, ich kenne ihn nicht. Und was mit den Figuren? Wussten Sie, wie viel die wert waren? Ich glaube viel, aber Edith ging es nicht ums Geld. Die hat die Dinger geliebt, hat sie von ihrer Mutter geerbt. Wir müssen los, wir müssen zur Polizei, ja? Schon? Ja. Bitte, Herr Sieben, Sie müssen mir helfen, meine Unschuld zu beweisen. Ich will nicht wieder in den Knast. Vertrauen Sie mir einfach. Ich werde mein Bestes geben, ja? Ich hol schnell meine Jacke. Alles klar. Aber schnell. Thomas Roth ist schon wegen verschiedenster Delikte strafrechtlich in Erscheinung getreten. Unter anderem auch wegen Diebstahls. Allerdings beteuert er seine Unschuld. Ich muss jetzt mit ihm zur Polizei, um seine Aussage zu machen. Allerdings denke ich, dass ich eine Festnahme vorerst noch verhindern kann. Alexander Stevens war erfolgreich. Thomas Roth darf auf freiem Fuß bleiben. Die Polizei verdächtigt ihn erstmal nicht mehr, die geliebten Porzellanfiguren von Edith Meissner gestohlen zu haben. Der Rechtsanwalt besucht sie zu Hause. Vielleicht weiß sie mehr. Mama, das ist Herr Stevens, Thomas Rechtsanwalt. Guten Abend. Guten Abend, Frau Meissner. Es ist nett, dass Sie mich so spät noch empfangen. Wolltest du nicht nach Hause fahren? Schon, aber das interessiert mich jetzt auch. Ist Thomas jetzt verhaftet worden? Nein, natürlich nicht. Es gibt auch überhaupt keine handfesten Beweise. Naja, also wusste ich's doch. Thomas ist bestimmt unschuldig. Meine Mutter ist völlig verblendet, was Thomas angeht. Ach, Blödsinn. Aber immerhin müssen Sie ja großes Vertrauen zu ihm gefasst haben. Er wohnt ja in dem Haus. Wie kam es denn dazu? Naja, also das war folgendermaßen.
Vor einem Jahr hat Thomas mir gewissermaßen das Leben gerettet. Ein bewaffneter Verbrecher hat versucht, mir die Handtasche zu stehlen und da kam Thomas zufällig... Oh, zufällig, ja genau. Ja, da kam Thomas zufällig vorbei und hat sich schützend vor mich gestellt. Und dabei hat er einen Streifschuss in der Schulter abbekommen. Sie scheinen mit dieser Version nicht ganz einverstanden? Allerdings. Diese Handtaschenräuber und Thomas haben doch gemeinsame Sache gemacht. Thomas hat das unschuldige Opfer gespielt, um sich bei meiner Mutter einzuschleimen. Und jetzt ist er sogar im Erbe eingesetzt. Erbe? Ja, meine Mutter hat Thomas im Testament als Erbe bedacht und ich bekomme den Pflichtteil. Ja, Thomas ist nicht mehr kriminell und jeder hat eine zweite Chance verdient. Ach, meine Tochter hatte doch alle Möglichkeiten in ihrem Leben und was hat sie draus gemacht? Nichts. Ich war wenigstens immer ehrlich, ja? Und du fällst schon zum zweiten Mal auf diesen Thomas rein. Aber viel Sinn würde es tatsächlich nicht ergeben, wenn mein Mandant die Sachen gestohlen hätte, wenn er zugleich Erbe ist. Er würde sich ja quasi selbst bestehlen. Und außerdem steht er auch unter offener Bewährung. Das dürfen Sie nicht außer Acht lassen. Das heißt, bei der kleinsten Kleinigkeit wandert er in den Knast. Und ohne Ihnen zu nahe zu treten, aber so Porzellanfiguren lassen sich jetzt nicht so einfach im Schwarzmarkt verkaufen. Thomas wusste ja eigentlich gar nichts von dem Erbe. Denn ich wollte ja, dass er mich mag und nicht mein Geld. Carla, geh du bitte dran. Ja. Bei Meißner? Ja, einen Moment. Ich stell sie auf laut. Die Polizei. Oh. Also wie gesagt, wir haben das Ergebnis der Untersuchung der Fingerspuren an der Schnapsflasche. Das sind die Fingerspuren eines einschlägig vorbestraften Verbrechers, Georg Roth. Roth? Grüß dich, Rosi. Spät dran heute, ha? Ach, meine Aushilfe hat mich heute total versetzt. Ja, Hauptsache, ich krieg jetzt mein Bier und meinen Schnaps. Wo sind die Figuren? Alter, was willst du von mir? Stell dich nicht auf doof, ja, du hast Edith geklaut. Alter, wenn du nicht mein Bruder wärst, dann würde ich dir jetzt sofort in die Fresse hauen. Weißt du, ich hab nichts gemacht, Mann. Die Bullen denken, ich war das. Ich hab so ein Glück, dass ich einen guten Anwalt habe. Der hat mich da rausgeholt. Ich weiß nicht mal, wovon du redest. Wovon ich rede? Du hast mich die Treppe runtergestoßen, ja? Und Edith ausgeraubt! Ich hätte da unten im Keller verreckt! Und das nennt sich Bruder? Ich komme aus dem Knast, weiß nicht, wo ich pennen sollte und du lässt mich bei der alten Schachtel gerade mal zwei Nächte schlafen? Und jetzt soll ich sie auch noch beklaut haben? Ist doch klar, du bist blank, ist Kohle gebraucht. Alter, das habe ich überhaupt nicht nötig. Und was für Figuren überhaupt? Die Porzellanfiguren aus der Glasvitrine, Mann. Den Schrott soll ich geklaut haben. Mensch, das ist kein Schrott. Das sind Sammlerstücke. Die sind 30.000 wert. 30.000. Dafür stehe ich morgens nicht mal auf. Willst du wieder in den Knast zurück? Ich kann's bestimmt nicht. Gibt Schlimmeres als einen Knast. Hör zu, hör zu. Hör auf, ja? Du kannst bei mir pennen. Und wir suchen zusammen einen Job. Ein Job? Und was für ein Job soll das sein? Vielleicht bei einer Bank? Oder nein? Noch besser. Vielleicht direkt bei den Bullen. Lach du mich. Ich finde noch eine ehrliche Arbeit. Was denn? Klos putzen für 3,50 die Stunde ohne mich. Ach, mach doch, was du willst, ja? Aber wenn du Edith bestohlen hast, dann werde ich mich an den Wolf verpfeifen. Das schwöre ich dir. Ach Gott, ich verstehe jetzt gar nichts mehr. Schauen Sie, Frau Meißner, Georg Roth ist der Bruder von Thomas Roth. Und laut Aussage der Polizei muss sich der Bruder von meinem Mandanten im Haus befunden haben. Boah, Mama, hast du nicht gehört, was der Polizist am Telefon gesagt hat? Dieser Georg war damals Thomas' Komplize. Und er ist gerade erst aus dem Gefängnis entlassen worden. Jetzt musst du halt endlich zur Vernunft kommen und Thomas wieder enterben. Er ist ein Verbrecher. Vielleicht hast du doch recht. Ich mach doch morgen wieder einen Termin beim Notar. Ja. Frau Meißner, bevor Sie ganz voreilige Schritte machen, denken Sie bitte nach. Nur weil der Bruder meines Mandanten bei Ihnen im Haus war, heißt doch noch lange nicht, dass mein Mandant schuldig ist. Ich muss jetzt leider los, ja? Aber ich melde mich bei Ihnen, wenn ich Neuigkeiten habe. Ich bringe Sie noch raus. Danke. Wiedersehen. Also auf Wiedersehen, Herr Stevens. Ach Gott, ich weiß auch nicht mehr. Also, auf Wiedersehen. Es stellt sich für mich natürlich schon die Frage, hat der Bruder meines Mandanten, dieser Georg, hier alleinige Sache gemacht und seinen eigenen Bruder in den Keller gesperrt? Oder haben die beiden Geschwister gemeinsame Sache gemacht? Auf jeden Fall hat mich mein Mandant angelogen, denn er wusste ganz genau, dass sich sein Bruder im Haus befand. Die Frage ist, warum hat er mich angelogen? Will er seinen Bruder schützen, weil er Angst vor ihm hat? Und welche Rolle spielt genau diese sehr hübsche, aber sehr belastungseifrige Tochter von Frau Meißner? Irgendwas ist hier im Argen.
Wissen Sie, ob Carla da ist? Warum? Ist Carla da? Warum wolltest du das wissen? Schon okay, ich habe ihr Auto schon gesehen. Hier hat sie sich also versteckt. Bei ihrer Mutter. Aber, um was? Aber diesmal kommt sie mir nicht. Aber um was geht's denn, wenn ich fragen darf? Carla war mal meine beste Freundin. War? Ja, bevor ich ihr auf Nimmerwiedersehen 800 Euro geliehen habe. Aber jetzt brauche ich das Geld, sonst fliege ich aus meiner Wohnung. Das heißt, Carla hat finanzielle Probleme? Ja, das kann man so sagen. Ihre Boutique steht kurz vor der Pleite. Sie hat gesagt, dass sie ihre Mutter anpumpen will. Aber jetzt habe ich schon seit Ewigkeit nichts von ihr gehört. Interessant. Na ja, dann viel Glück. Hier bist du also. Ich will mein Geld sofort. Schrei doch nicht so rum. Wieso? Soll keiner wissen, was du für eine bist? Ich hab doch dein Geld. Warte. Hier, zieh rück nach. Und sorry nochmal für die Verspätung. Es war echt lieb von dir, dass du es mir geliehen hast. Alles klar. Das sind 800. Bis dann. Tschüss. Also, wie war's bei Edith? Dazu komme ich gleich. Ich habe noch ein paar andere Fragen an Sie. Wie ist denn Ihr Verhältnis zu Frau Meißner? Ja, sagen wir mal so, wenn Edith meine Oma wäre, wäre ich froh. Die ist echt spitze. Haben Sie gewusst, dass Frau Meißner sie in ihrem Testament bedacht hat? Nein, das wusste ich nicht. Die Edith meint es zu gut mit mir. Sie müssen mir helfen, meine Unschuld zu beweisen. Das würde ich ganz gerne. Wenn Sie endlich mal mit offenen Karten spielen würden. Was ist jetzt mit dem Alkohol und den Zigaretten, die gefunden wurden? Sie haben mir gesagt, Sie rauchen und saufen nicht. Das habe ich schon gesagt, ich weiß es nicht. Ach, jetzt hören Sie doch endlich auf. Die Polizei hat die Fingerabdrücke Ihres Bruders auf der Schnapsflasche festgestellt und die DNA Ihres Bruders auf den Kippen. Scheiße. Ja, was heißt Scheiße? Er war also da und Sie wussten es, oder? Ja. Und wieso haben Sie es mir nicht gesagt? Ja, stimmt, aber er ist mein Bruder und er kam gerade frisch aus dem Knast und wusste nicht wohin. Da habe ich ihn halt 2 Tage bei Edith schlafen lassen. Das hätten Sie mir sagen müssen. Ja, ich wollte ja die Schnapsflasche und Kippen wegräumen, bevor Edith nach Hause kommt. Aber dann wurde ich die Treppe runtergestoßen. Aber ich habe mit Georg schon gesprochen und er hat gesagt, er ist unschuldig. Und wo ist Ihr Bruder jetzt? Keine Ahnung. Und wer ist das, bitteschön? Haben Sie mit der Sache was zu tun, Herr Roth? Nein, ich schwöre Ihnen, ich habe nichts damit zu tun. Und Sie? Mit dir rede ich doch gar nicht. Wo waren Sie letzten Samstag zwischen 11 und 12 Uhr? Alter, leck mich! Georg! Eine letzte Chance gebe ich Ihnen jetzt noch, ja? Ich kann mich noch in Hehlerkreisen umhören, ja? Vielleicht hat irgendjemand diese Porzellanfigur versucht zu verkaufen oder schon verkauft. Haben Sie eine Idee, wo ich anfangen kann? Zu meiner Zeit war Rosis Kneipe ein guter Anlaufpunkt. Die Wirtin, die Rosi, die ab und zu mal was verkauft. Okay, ich gehe in diese Bar, ja? Dann halte ich Sie auf dem Laufenden. Dankeschön. Moment, ich helfe Ihnen schnell, ha? Was wollen Sie denn von mir? Wer sagt denn, dass ich was von Ihnen will? Typen, die nett sind, wollen immer was. Also Moment mal, das ist eine fahrende Unterstellung. Ich bin immer nett. Okay, Sie haben mich durchschaut. Ich will tatsächlich was von Ihnen. Sind Sie Rosi? Schauen Sie, ich bin Sammler. Was sammeln Sie denn Schönes? Porzellanfiguren unter anderem. Ich hab nichts. Schade. Ich war extra auf der Bank und hab ein bisschen Geld abgehoben. Aber dann gebe ich es woanders aus. Ah, Moment. Vielleicht hätte ich da doch was im Angebot für Sie. Ah. Eine Figur könnte ich vielleicht auftreiben. Wie, nur eine? Die haben Sie aber nicht zufälligerweise von einem Thomas oder Georg Roth bekommen. Sind Sie Bulle? Nein, ich bin auf der guten Seite. Ich bin Anwalt. Ich vertrete Thomas Roth. Ihm wird vorgeworfen, Porzellanfiguren gestohlen zu haben. Nee, der Thomas hat mir nichts verkauft. Und was mit Georg? Ach, der hängt zwar hier immer rum, seit er aus dem Glas zurück ist, aber der auch nicht. Das war eine Frau. Eine Frau? Wie sah die denn aus? Groß, schlank, blonde Locken, blaue Augen. Vielen Dank, Sie haben mir wirklich sehr geholfen. Ach so, nee, eine Sache noch. Sie sagten, der Georg Roth hängt hier ab und zu ab, ne? War der auch letzten Samstag zwischen 11 und 12 hier? Schon möglich. Klar war der Georg hier. Ich weiß es genau. Wir haben Karten gespielt und ich habe 60 Euro verloren. Sowas vergisst man nicht. Super, vielen Dank. Was wollen Sie denn hier? Spielen Sie mir jetzt auch noch nach, oder was? Ich bin gerade am Gehen, sehen Sie ja. Wiederschauen. Dieser Georg Roth ist echt ein unangenehmer Typ. Aber er hat ein handfestes Alibi. Er war zur Tatzeit anscheinend hier. Aber damit ist mein Mandant noch lange nicht aus dem Schneider. Denn er könnte ja nach wie vor einen anderen Komplizen gehabt haben. Zum Beispiel diese ominöse Frau, von der mir die Rosi erzählt hat, die der Rosi die Porzellanfigur verkauft hat.
Ich werde meinen Mandanten morgen gleich mal darauf ansprechen. Ich bin gespannt, was er dazu zu sagen hat.